Heute möchte ich dir mal zwei ganz einfache Spannschlaufen zeigen. Und eine davon, das garantiere ich dir, die vergisst du garantiert nicht wieder. Hi, ich bin Mike. Bei mir lernst du das Überleben auf eigene Faust. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann bleibe dran und abonniere meinen Kanal. Vielleicht kennst auch du das Problem, du möchtest ein Seil spannen über eine Schlaufe und dir fällt kein passender Knoten ein. Du spannst dann einfach das Seil, indem du das irgendwo befestigst, einen Knoten festmachst und wenn sich das Seil wieder lockert, dann einfach nachsetzt oder den Knoten weiter unten ansetzt. Wenn sich der Knoten nicht mehr lösen lässt, dann musst du lange rumfummeln oder das Seil sogar aufschneiden. Man braucht Spannschlaufen, um Zelte zu spannen, Zeltleinen zu spannen, um Leinen von Tarps zu spannen oder auch einfach um deine Wäscheleine zu spannen. Heute zeige ich dir mal zwei einfach umzusetzende Spannschlaufen und eine davon wirklich so einfach. Ich garantiere dir, dass du sie dir nach diesem Video einprägst, wenn du sie ein paar Mal durchgeführt hast, denn sie macht richtig Spaß, du kannst damit richtig gut spannen und der Knoten lässt sich immer wieder lösen. Um ein Seilende irgendwo einzuhängen, nutzen sehr viele einfach diesen Sackstich, wirklich die einfachste Form, um so ein Auge zu bekommen, was man dann irgendwo einhängen kann. Und wenn man einen Hering hat, kann man den dann immer wieder nachsetzen. Problem hierbei ist, dass der sich dann noch sehr schwer wieder lösen lässt, wenn der einmal unter Zug stande. Ja, so sieht der Sackstich aus. Einfach hier oben mal rumlegen, das Seilende, dann einmal rum den Finger legen und hier durch das Auge wieder durchziehen. Bei so einem Bergsteigerseil, was ich hier habe, lässt sich der dann auch wieder lösen. Wenn der richtig festgezogen ist, dann geht das natürlich auch sehr schwer. Da muss man schon eine ganze Weile fummeln, aber es geht immer noch. Wenn es richtig nass draußen ist, also wenn das Seil richtig nass ist, dann geht es noch schwerer, den aufzumachen. Und wenn du so ein Naturfaserseil hast, so zum Beispiel Hanfseil oder auch Seil aus Agavenfasern, da bekommst du den garantiert nicht wieder auf, wenn der sich einmal richtig festgezogen hat, weil die Naturfasern, die dehnen sich dann überhaupt nicht mehr. Und wenn das einmal richtig fest sitzt, da also null Chance. Da hilft dann wirklich nur noch das Messer, den aufzuschneiden. Ja, und das kostet Material und Nerven. Da ist es besser, wenn wir spannend schlaufen können. Ich habe jetzt nicht extra einen Tarp aufgespannt. Aber zur Veranschaulichung reicht hier auch dieser Strauch. Das andere Ende, das andere Seilende habe ich hier drüben befestigt. Zuerst zeige ich dir die einfachste Spannschlaufe überhaupt. Und das ist der Topsegel Shotstick. Zur Ausführung nehmen wir an, auf dieser Seite wollen wir mit einer Schlaufe das Seil spannen. Das kann jetzt der Hering sein. In diesem Fall ist es ganz einfach ein Strauch, an dem ich das befestige, das Seilende. Und hierfür legen wir das Seilende einmal herum. Ziehen das schon mal einigermaßen fest. Hier ziehen wir nun das Seilende von unten einmal durch. Und noch einmal durch. Und noch einmal durch. Man kann das Seilende zweimal durchziehen oder auch dreimal durchziehen. Ich ziehe es immer dreimal durch, weil dann hält dieser Schlaufenknoten noch besser. Am Ende sieht das so aus. Also richtig schön sauber rumgewickelt. Und man sollte auch darauf achten, dass das Seil wirklich immer sauber liegt. Denn ein Knoten funktioniert nur gut, wenn das Seil auch wirklich richtig ordentlich gelegt ist. Um den Schlaufenknoten noch zu sichern, machen wir hier nun noch einen Knoten davor. Einen ganz einfachen Knoten. Und fertig. Die Schlaufe kann nun schon gespannt werden. Wir ziehen den Knoten aber nochmal richtig fest vorher. Also nochmal an allen Enden ziehen. Und jetzt können wir hier an einer Seite ziehen. Wir können das auch noch weiter ziehen, richtig straff. Wir können ihn auch noch straffer ziehen. Also straff, wie wir wollen. Und hier kann wirklich richtig Zug drauf sein. Also richtig ordentlich. Noch viel mehr sogar als hier jetzt. Aber der Strauch, der gibt es nicht mehr her. Der Topsegel Shotstick, ein wirklich sehr einfacher Knoten, um eine Schlaufe herzustellen, die wir spannen können. Sehr gut geeignet zum Tarp aufstellen, zum Tarp spannen, zum Spannen von Zeltleinen oder einfach zum Spannen deiner Wäscheleine. Ganz egal, lässt sich
sehr schnell umsetzen und auch einfach merken. Einer meiner Lieblingsknoten in Bezug auf die Schlaufenknoten. Um den Knoten wieder zu lösen, schieben wir die Schlaufe einfach wieder nach vorn und machen den Knoten auf. Also in Sekundenschnelle. Sobald die Schlaufe gelockert wird, lässt sich auch der Schlaufenknoten sehr einfach wieder lösen. Ich möchte dir noch eine andere Spannschlaufe zeigen, auch recht einfach umzusetzen. Und sieht sogar noch besser aus, obwohl der Topsegel-Schotsteg, wenn der richtig gemacht ist, sieht er auch schon klasse aus. Aber es gibt noch die Quick-Release-Schlaufe. Und die sieht wirklich richtig cool aus, wenn man die sauber hinbekommt. Hierzu auch das Seilende einfach wieder um den Hering oder hier um den Strauch legen. Dann das Seil hier einmal herum. Und der erste Teil genauso wie beim Topsegel-Schutzsteg, also einmal durch, zweimal durch. Und dreimal durch. Da gibt wieder so ein schönes Bild. Und was wir nun machen, wir machen jetzt nicht hier einfach einen Knoten, sondern legen jetzt nochmal das Seilende komplett. Also noch einmal, einmal, zweimal und dreimal. Jetzt wird das Ganze noch gesichert. Hierzu gehen wir nochmal rum und ziehen so einen Slipstick von hier unten durch. Also einfach das Seilende nehmen und hier davor durchziehen und festmachen. Fertig. Sieht jetzt richtig cool aus, wie ich finde. Und lässt sich auch sehr gut spannen. Und sehen wir mal, wie sich der Schlaufenknoten spannen lässt. Also kann richtig straff gezogen werden wieder. Und wenn sich die Zeltleine löst, mal in der Nacht, wir müssen da schnell raus, dann kann man das ganz einfach schnell nachspannen und muss da nicht extra irgendwelche Knoten machen, sondern kann einfach direkt hier an der verstellbaren Schlaufe ziehen, also entweder festziehen oder auch lockern. Um den hier zu lösen, das ist total einfach auch, also da ziehen wir einfach hier ran, ist ja ein Slipstick, zack, auf, einfach wieder rum. Und auflösen. Anleitungen mit vielen Bildern zu zahlreichen weiteren Knoten findest du in meinem Knotenbuch oder bekommst sie über das Self-Reliance Survival Camp. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.